Ja, ja. 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 Dankeschön. Ja, voll ein Schauspiel. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Nein, nee, kenn nicht. Nein, es ist kein Schauspiel. Nein, wir wollen euch jemanden vorstellen aus unserer Mitte und der hat euch was zu sagen. Und dieser eine Mann, der geheimnisvoll in die Zukunft blicken kann, Aschladi höchst persönlich, er wird jetzt hier auf der Bühne bitte erscheinen. Wir müssen dafür eine kleine Umbau für eine Regeneration. Mensch, Aschladi, was bist du heute wieder unfair? Vielleicht sind meine Kräfte, aber das war nicht böse. Allein, ja, die Erscheinung. Also, mein Name ist Aschladi Elfantadou, so steht es im Pass geschrieben. Und mit diesem Pass bin ich durch die Länder gereist. Ich war in Amerika, in Japan. Naja, oder auf den Rest der Welt. Ich bin des Handlesens kundig und ein Meister der Tarotkarten. Und ich kann auch hell sehen. Und das wollen wir heute Abend mal ausprobieren. Ich setze mich jetzt mal da. Diesen wunderschönen Stuhl. Also ich bitte euch, das mal ernst zu nehmen, was ich tue. Ihr müsst ein bisschen näher kommen. Hier sitzt jemand. Ja, ich kann nicht näher kommen. Ein bisschen, ist dann auch wärmer. So, das reicht. Okay. Also, was ich tue, ist ernst gemeint. Und ihr dürft darüber lächeln oder nachdenken. Und ich sage nur das, was ich verantworten will. Wenn ihr mehr wissen wollt, müsst ihr mich in meinem Zelt suchen. Meine Kugel ist mein Konzentrationsschutzmittel. Und ich schaue jetzt mal in die Runde. Schau mal in mein Herz. Wie heißt du mit Vorname? Ich sehe, dass du mit einem Auge lachst und mit dem anderen weinst. Und demnächst werden wieder beide Augen lachen. Und Trauer muss man ernst nehmen. Die junge Frau mit der Brille, darf ich dich auch was? Dir auch was sagen? Wie heißt du mit Schnell und Vorname? Du wirst in kurzer Zeit dein ganzes Berufsbild verschieben und dabei viel Erfolg haben mit dem neuen Gesegnet. Wenn ich nächstes Jahr wieder hier bin, sag mir was passiert. Wir haben noch einen jungen Mann, der mit dem Fels hat. Oh, ja, du. Wie heißt du, Recke? Jetzt schau mir in die Augen und schau in dein Herz. Du wirst ungefähr 3 Wochen eine komplizierte Nachricht haben. Warte 2 Tage, bevor du eine Entscheidung triffst. Wahrscheinlich war das alles ein Missverständnis, weil du dich dann vorher künstlich aufregst. Bruder, ich bin 10! Ja, 2 Tage warten. Hat noch jemand eine Frage? Oder wollt ihr mich alle in meinem Zelt besuchen? Das würde mich natürlich am meisten freuen. Ich räume jetzt die Bühne an und sage euch Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Aschladi! Juhu! So, Lemm, Lackhorn, wie geht's denn jetzt weiter? Geht unter